Hi, Glenn. Heute bei dem Training, bei der Einheit, was Koordinatives, wird jetzt quasi nichts zum Ballern sein. Da müssen wir noch nicht jeden Tag mit dem Hammer draufhauen. Ich denke mal, ihr werdet trotzdem so in den ein oder anderen Strukturen merken, wenn ihr es richtig ausführt. Das heißt, ihr geht, könnt auch gerne mit den Kindern zusammen machen, ohne eine gute Geschichte. Ihr geht sozusagen in den Krebsgang und ihr könnt immer noch einbauen, dass ihr quasi hier die Hüfte streckt und wenn er Hintern richtig zusammenkneift, habt ihr gleich noch Training quasi für den Gluteus. Also kurze Kontraktion hier rein und dann hier in den Vierfüßerstand. Ja, nicht ablegen, sondern hier stehen bleiben. Und dann quasi zur anderen Seite weiter, das Ganze zurück. Mit der Kontraktion durch Hüfte heben, Hintern anspannen, wieder runter und zurück, Vierfüßerstand. Und wieder auf die Ausgangsposition. Und hinterher. Ich denke mal, wenn er das so 10 Mal hin und her macht, genügt das, geht ihm die Koordination mit. Dann ruht euch reichlich aus und guckt so um die 10 Durchgänge. Ihr werdet merken, ihr werdet so ein bisschen eine Schulterdehnung reinkriegen und wenn er den Hintern richtig anspannt und die Hüfte, hat der Bereich auch einiges davon. Viel Spaß, haltet durch, bis gleich.